Hallo, liebe Minecraft-Freunde vor dem PC. Haha. Naja, ich habe gestern aufgenommen und heute kommt meine Stimme hinzu. Das heißt, Fraps war Valmida. Mal wieder. Mein Gott, die Versprecher einfach immer, wenn ich ganz schnell auf etwas hinaus will, ne? Jedes Mal ohne Scheiß. Also, Fraps war wieder zu dumm zum Scheißen und hat meine Stimme nicht aufgenommen. Tja. Und darüber hinaus hat Fraps noch das Ende der Aufnahme am Anfang der Aufnahme noch vorm Anfang drangehängt. Das heißt, ihr werdet das Ende nicht ganz sehen, weil ich jetzt noch ein bisschen vorgespult habe. Das heißt, ihr werdet das Ende nicht komplett sehen, aber ich glaube, das Wichtigste ist dabei, weil das wird richtig episch. Wir gehen in unsere in unsere erste richtig fette Höhle mit Riss, Obsidian und was man da nicht alles findet. Und ich glaube, ihr weißt. Mein Gott, ich muss mich jetzt kurz ein bisschen beruhigen. So, puh, gleich geht auch die Playlist an. Moment, das passiert gleich. Gleich komme ich drauf. Ja, jetzt bin ich drauf gekommen und jetzt mache ich die Playlist an. Hoffe ich. Ja, doch, jetzt kommt die Playlist. Gleich, Moment. Jetzt kommt sie. Jetzt, na komm. Oh, mach doch an. Ja, mach doch an. Ja, komm. Och, bitte. Ey. Mach die Playlist an. Da ist sie ja. Das ist von Super Meat Boy, glaube ich. Ja, so hört sich das an, wenn Super Meat Boy gezockt wird. Richtig krasses Game will ich mir auch noch holen. Let's Playen, aber wahrscheinlich nicht. Oder obwohl, ich hol mir bald ein Gamepad und dann vielleicht abwarten. Ja, wow, Skelett! Mach's kaputt! Mach's kaputt, Alter! Mach's weg, mach's weg, mach's weg! Bitte, bitte, mach's weg, mach's weg! Bitte, 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 bitte! Danke. Also, Nachsynchronisation ist angesagt. Hinter dem Namen dieses Parts, keine Ahnung, wie ich den nenne, ich weiß es noch nicht, steht ein NA. Das bedeutet für ein Nachsyn. Das steht für Nachsynchronisation anfangen. Und wenn die Nachsynchronisation zu Ende ist, steht da NE hinter dem Namen des Parts. Ja. Und das kann ein bisschen dauern. Also ich habe 2,5 Stunden aufgenommen und gerade dann muss Fraps so scheiße sein und meine komplette Stimme nicht aufnehmen. Das regt ehrlich auf. Ich war wirklich enttäuscht, dass ich bin sogar rot geworden. Fuck. Fuck. Diese Versprecher einfach. Okay, ich rede jetzt etwas langsamer und ruhiger. Deswegen habe ich mir ein paar Themen aufgeschrieben, womit ich euch unterhalten kann. Ja, anfangen möchte ich doch. Haha, mit einem ganz bestimmten Thema, wodurch ich sehr, sehr angeschlagen bin. Ihr hört's, ich bin ein bisschen erkältet. Es tut mir leid. Nein, das ist nicht der Grund, wieso ich erkältet bin. Ich bin erkältet, weil ich am Wochenende ein bisschen zu viel unterwegs war. Aber naja, das ist ja nicht weiter wichtig. Wichtig ist, dass Bayern die Champions League nicht gewonnen hat. Das trifft mich so schwer. Die Enttäuschung ist groß, ja. Aber Leute, ich denke nicht, dass Schweinsteiger daran schuld ist. Oh, Enderman. Also, ich meine, habt ihr gesehen, wie viel der gelitten hat? Also, die ganze Zeit Wadenkrämpfe und der ganze Schmarrn. Ziemlich schlimm. Aber er hatte die ganze Zeit den Willen, weiterzumachen. Wo Müller das Tor geschossen hat, stand da hinten, konnte ja gerade noch jubeln. Beteiligt war er nicht. Ja. Trotzdem. Großer Mann, großer Mann. Der hat dann noch die Eier, nach vorne zu gehen und den entscheidenden Elfmeter gegen Tschech zu schießen. Leider verschossen. Leider. Tschech hat ihn halt noch an Pfosten gelenkt. Kann man jetzt auch nicht mehr daran ändern. Neuer kann auch nicht immer richtig liegen mit der Ecke. Trotzdem war eigentlich ein ganz gutes Spiel von Bayern. Außer die Aktion von Robben.
ehrlich, mir wäre fast der Kragen geplatzt. Ich stand da richtig, ich hab am Kochen vor Wut. Ohne Scheiß, die ganzen Ego-Aktionen und dann, dass er noch den Elfmeter verschießt und wie weit er übers Tor einfach schießt, das hat mich so aufgeregt. So, da gab es so schöne Chancen, wo er zu Gomez, wo er zu Müller, wo er zu Groß, wo er zu Schweinsteiger passen konnte. Nein, er macht's alleine. Gut, naja, so ist er halt. Ich habe auch eigentlich nichts gegen ihn, nur das war ein bisschen zu viel. In Dortmund war es schon so und ja, jetzt auch noch gegen Chelsea. Im Champions League Finale. Das war zu viel. Gut, aber ich bin ganz optimistisch, was die nächste Saison angeht. Da haben wir jetzt auch einen neuen Spieler, Shaqiri, Jerdan Shaqiri von FC Basel. Ein richtig guter Spieler, meiner Meinung nach. Sowas braucht Bayern. Sowas gab es schon etwas länger nicht mehr. Jetzt gab es ja Rafinha, Boateng und wen haben sie sich noch geholt? Weiß nicht, aber halt eher die mehr defensiven und ja, älteren, sage ich mal. Aber jetzt, Shaqiri ist glaube ich 22, 20, 21, irgendwo da, glaube ich. Oder 23, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall wird er ab nächster Saison bei Bayern spielen und das finde ich richtig cool. Und wisst ihr, mein Gott, ich hätte sogar wissen können, ne? Ich meine, Podolski, ne? Damals, wo Köln schlecht gespielt hat. Die Saison damals, da 2004, 2003, wo war das denn? Keine Ahnung, 2004, 2005 war die das? Ich bin mir nicht sicher. Ist er nach Bayern gewechselt, ja. Dann, wo Köln sich gesteigert hat, ist er wieder nach Köln gegangen. Und jetzt, Köln steigt ab und er geht nach Arsenal, London. Zusammen mit Mertesacker, also Mertesacker wird bald sein Kollege sein, in Arsenal London. Und ich finde das so dermaßen, ich weiß nicht, das ist doch echt, wieso? Er kommt zurück, weil er seinen Verein vermisst, weil er Heimweh hat. Und dann geht er, weil Köln schlecht spielt, weil er keinen Erfolg mit der Mannschaft mehr hat. Und die nehmen den dann noch zurück, ne? Der ist ja gegangen und dann wiedergekommen. Dann ist er. Und jetzt geht er wieder. Also wenn die den jetzt nochmal zurücknehmen, ne? Dann weiß ich echt nicht, was das soll. Ganz ehrlich. So, darauf würde ich mich wirklich nicht mehr einlassen. Entschuldigung, aber ich mag Lukas Podolski. Ich mag ihn wirklich. Und war früher auch mein Lieblingsspieler. Aber das finde ich dann doch. Das schockiert mich irgendwie. Das schockiert mich, ja. Aber gut. Nächste Saison wird bestimmt klasse. Vielleicht fahre ich auch ins Stadion nach Bayern. Das wäre dann das zweite Mal überhaupt. Wo war ich denn überhaupt? In welchem Stadion? Weil ich war schon ein paar Mal in Bremen. In Osnabrück war ich sehr oft. Also VfL Osnabrück war ich gucken. Wo war ich noch? In Bochum war ich. Mainz. Mainz war ich auch. Da war ich so auf der Durchreise. In Köln war ich. Das war super. Das war richtig cool. In Köln. Und in Bayern war ich auch einmal. Das war das Spiel gegen Hamburg. Diese Saison 5-0. Bayern hat gewonnen. Das, boah, die Stimmung im Stadion, ne? Ich hätte fast heulen können vor Freude. Alter. Das ging echt ab. Ich war so glücklich. Ich war richtig glücklich. Auf jedem Foto, ne? Ich habe so doll gelächelt, dass mir die Wangen wehtaten und ich komplett rot wurde. So geil war das einfach. Ohne Scheiß. Okay, wir haben noch ungefähr 5 Minuten so. Ja, ungefähr. Ja, nee, ein bisschen mehr. 7 Minuten. Ungefähr. Ja, 7 Minuten. Sagen wir 7 Minuten. Aber auf jeden Fall, das war richtig krass. Ich war noch in Hannover, genau. Da war ich im Krankenhaus bei meiner jüngeren Tante. Ne? Also, die hat ein Kind bekommen. Dann waren wir in Hannover. Und dann waren wir da auch gleich mal im Stadion. Also mein Vater und ich, wir gucken sehr gerne zusammen Fußball. Macht uns richtig Spaß. Wie der sich über Robben aufgeregt hat. Oh mein Gott. Boah. Nee, da will ich jetzt nicht von erzählen. Also das war ziemlich krass und ich musste lachen und habe mich gleichzeitig richtig über den aufgeregt. Aber ja, war schon schön. Und dann waren wir halt auch schon öfters im Stadion in Mainz und in Bremen, Osnabrück und in Köln und
Bayern war es, glaube ich, nicht. Aber Stuttgart, Stuttgart, genau. Da war ich mit meinen Freunden. Also das war richtig krass. Wir haben noch der ältere Bruder von einem, von zwei Zwillingen von meinen Freunden. Also der ist 18, mindestens 18. Und der ist halt mit uns so ungefähr so, der hat so eine Deutschlandtour mit uns gemacht, letzte Sommerferien. Und da waren wir halt in Mainz im Stadion, haben Mainz gegen... Sag mal, hier. Wie heißt die Scheiße? Mainz gegen... Oh Gott. Wie heißt das denn? Diese... Hoffenheim, mein Gott. Mainz gegen Hoffenheim haben wir da geguckt. Das ging, glaube ich, 3-1 aus, wenn ich mich hier erinnere. Stuttgart haben wir gegen Köln geguckt. Da hat Stuttgart, glaube ich, verloren. Also, Hinrunde war das, auf jeden Fall. Ich glaube, da hat Stuttgart verloren. In der Hinrunde. Ich weiß, dass Stuttgart einmal verloren hat und einmal gewonnen hat gegen Köln. Glaube ich. Kann jetzt auch natürlich alles falsch sein. Ist schon etwas länger her. Auf jeden Fall. Stuttgart waren wir gucken. Gegen Köln. Gut, dann waren wir in Köln. Köln gegen Hertha gucken. Auch Hinrunde. Und dann waren wir in Osna. Osna gegen... Ha, Preußen. Nein, nicht gegen Preußen. Gegen... nicht München, sondern... Paderborn? Kann das sein? Paderborn? Oder? Was? Paderborn? Auf jeden Fall waren die da noch in der zweiten Liga. Oder schon in der dritten. Ich glaube, das war Paderborn. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt zur Liga zählte. Also ich war öfters in Osna. Und seitdem wir da waren, war ich auch schon irgendwie... dreimal wieder da. Ich glaube, es war Paderborn. Ich denke schon, ja. Naja. Worauf ich mich riesig freue, auch Thema Fußball, ist die EM. Ihr müsst wissen, wer es noch nicht weiß, hört jetzt zu. Deutschland ist zusammen mit Holland und Portugal und Dänemark in der Gruppe B. Das ist ja so die Todesgruppe, sagt man ja. Also die Teufelsgruppe, wie auch immer. Das wird da richtig spannend, aber ich denke, Deutschland wird alle Spiele gewinnen und somit als Erster mit 9 Punkten ins Viertelfinale ziehen. Und dahinter, ja, ich würde eher auf Holland tippen als auf Portugal. Aber die Dänen darf man ja auch nicht unterschätzen. Genauso wenig wie die Polen. Die darf man auch nicht unterschätzen. Dortmunder sind dabei und zwar... Piszczek ist das, glaube ich. Lukas Piszczek, ist er das? Ist der in Polen? Der ist in Polen oder in Kroatien? Auf jeden Fall Kuba und noch irgendwer. So viel weiß ich. Also Blaschiakowski oder wie das heißt. Oh, und ja, Yannick ist online. Skype. Cool, nicht. Ja, Polen darf man auf keinen Fall unterschätzen. Das, ich denke, die werden eine Überraschungsmannschaft, denke ich. Genauso wie, Dänemark eher nicht. Aber Schweden, würde ich sagen. Schweden hat das Potenzial, Frankreich zu besiegen. Hat man ja schon öfters gesehen. Ukraine haben sie in der WM 2006, war es glaube ich, ganz leicht besiegt. Also 4-1 oder 4-0 sogar. Oder 3-1. Bin mir nicht so ganz sicher. Ist schon etwas länger her. Also Schweden ist, glaube ich, mit Ukraine, Frankreich und Italien in der letzten Gruppe. Glaube ich. Und in der Gruppe A sind Polen, Tschechien, England und Russland. England, war das England? Nein, England war das nicht. Ich glaube, nee, auch nicht. Oder? War das Kroatien? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, Quatsch, ne. Italien ist mit Frankreich, Irland und Schweden in der Gruppe. Ukraine ist... Ach, ja.
Mit wem war Ukraine, ist Ukraine denn in der Gruppe? Das habe ich total vergessen. Aber naja, ist auch egal. Auf jeden Fall wird die EM richtig spannend. Ich werde kein einziges Spiel verpassen. Ich werde mit Freunden beim Public Viewing in, vielleicht in Osna sein, vielleicht Ukraine, aber wahrscheinlich eher in Ippenbüren, wo ich ja auch wohne. Ja, da könnt ihr mich dann sehen. In Ippenbüren. Ah, oder Rhein oder Osna. Oder irgendwo mal im Stadion bin ich auch öfters. Ich bin ja so ein Fußballfanatiker. Ich gucke mir Bundesliga gerne an. Ich will ja auch dieses Sky-Bundesliga-Paket, aber meine Eltern sagen nö. Aber, pff, gut. Wieso, was soll ich machen? Egal, ich sag bis zum nächsten Part und tschüss, wenn es euch gefallen hat, gebt ihm ein Like. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.